Cray, warum ist dieses Springseil in deinem Leben ein Symbol für das Thema Gesundheit? Ja, das Springseil symbolisiert Gesundheit für mich, weil damals, wo ich 13 war, habe ich fast 100 Kilo gewogen. Sieht man hoffentlich, dass ich es nicht mehr tue. Und das hat sich halt eben durch das Springseil verändert. Weil es war nämlich so, ich konnte damals nicht joggen gehen, ich konnte keine Liegestütze machen, keine Sit-ups machen, so diese ganzen typischen Formen, aber ich konnte halt Springseil springen. Und das war dann so meine erste Form von Aktivität, die ich in mein Leben reinbringen konnte. Ja, das hat sich dann über die Jahre so gehalten. Dann wurde ich mit, irgendwann wurde ich so dünn, dass ich auch die normalen Sachen machen konnte. Da ist das Springseil eher im Hintergrund geblieben, aber ich habe es immer ein bisschen behalten für mich. Genau, das war, wo ich in die neue Klasse gekommen bin. Und die war im zweiten oder dritten Stock, ganz weiß ich nicht mehr. Und jeden Morgen oder bei jeder Pause, wenn ich die hochlaufen musste, war ich komplett fertig. Während alle anderen Kinder einfach sofort ins Klassenzimmer gegangen sind und ich dachte mir, nee, das kann nicht sein. So, denen fällt das so einfach und fällt es dir so schwer. Und dann habe ich dadurch, habe ich deswegen beschlossen, an meinem Gewicht was zu ändern, an meinem Lifestyle was zu ändern. Was magst du an der Stadt Kempten und an deinem Leben in der Stadt Kempten besonders gern? An der Stadt Kempten mag ich besonders gern halt diesen generellen Vibe, den sie von sich gibt. Man müsste sich denken, wenn so ein Amerikaner nach Kempten kommt, so einer aus der Großstadt, und dann die Altstadt besucht, der denkt wahrscheinlich, dass es in einem Märchenbuch ist. Und an meinem Leben persönlich in Kempten, naja, es ist, kommt einem in Kempten alles sehr connected vor. Überall ist irgendetwas zu entdecken quasi. Ja. Wie müsste sich die Stadt Kempten in den nächsten 10 Jahren entwickeln, dass du auch in 10 Jahren hier gerne lebst? Ich denke, was Kempten definitiv braucht, ist erstens mehr billigerer Wohnraum, weil also die Mieten hier sind exorbitant. Und was ich mir persönlich wünschen würde, wäre vielleicht mehr Hilfe für Drogensüchtige. Das ist ein Problem, das viele in Kempten oft übersehen, aber wer mal im Obdachlosenheim war, weiß, wie groß das Problem in Kempten speziell eigentlich ist. Und daran sollte definitiv gearbeitet werden.